Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und zwar heute zu einem Set von Winner. Und zwar dem Technic Model Card. Und zwar ist es die 1277 ab 6 plus geeignet. 371 Teile haben wir hier. Und das ist eben, wie gesagt, ein Rennsport-Card. Und wenn wir uns das hier mal von oben anschauen, haben wir hier die Maße. Und zwar ist es 16,2 cm breit, 26,8 cm lang und ganze 7,8 cm hoch. Dann haben wir hier nochmal das Technic-Logo, haben hier nochmal das Winner-Logo. Von unten haben wir hier nochmal die gesamten Zeichen, haben hier nochmal die Warnhinweise. Auf dieser Seite haben wir nur ein Bild vom Technic-Card, von daher uninteressant. Und auf dieser Seite haben wir nochmal eine Teileliste. Könnt ihr ja gerne mal anhalten, wenn euch die Teileliste hier interessieren sollte. Auf der Rückseite sehen wir das Card in verschiedenen Positionen. Wir sehen, es ist ein Blocktrenner mit dabei, wird ja als großes Geschenk mit beworben. Naja, dann sehen wir hier eben die verschiedenen Funktionen von dem Card, auf die ich aber auf jeden Fall nochmal eingehe, wenn es gebaut ist. Und recht viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sehen. Und deshalb würde ich sagen, mache ich den Karton jetzt einfach auf und wir gucken uns die Anleitung und die Teile an. Also was nach dem Öffnen zuallererst auffällt, ist, es ist eine riesige Luftnummer der Karton. Das sind die Teile, die wir am Ende haben. Und das war in diesem riesigen vorhin gezeigten Karton. Okay, reden wir mal nicht drüber. Aber worüber wir auf jeden Fall dann noch im Laufe des Boss reden werden, ist die Qualität der Teile, weil ich ja von Winner noch nie ein Set vorgestellt habe auf diesem Kanal. Worüber wir natürlich auch sprechen, ist die Anleitung. Und hier sehen wir, da ist einfach nochmal das Card abgebildet. Es ist in 1 zu 8 angeblich der Maßstab des Sets. Die Anleitung ist klammergebunden, das ist in Ordnung. Das Papier hat so eine in Ordnung Qualität. Also das ist dieses Standard-China-Papier, was man so in den Anleitungen verbaut hat. Es wird hier nichts ausgegraut oder verblasst dargestellt, sondern es wird alles in Farbe dargestellt. Also die Schritte, die gebaut wurden und das, was noch gebaut wird. Ich bin mal gespannt, wie sich's danach bauen lässt. Insgesamt haben wir 37 Seiten in der Anleitung. Davon sind 35 zum Bauen, dann haben wir noch ein paar Abbildungen zum Set und wir haben noch die 38. und 39. Seite, wo wir eben hier nochmal die Teileliste haben. Und ich würde sagen, wir haben jetzt genug gequatscht. Ich fange an zu bauen und wir sehen uns dann bei dem ersten wichtigen Bauschritt wieder. Viel Spaß! So, wir sind jetzt um den 30. Bauschritt ungefähr herum und wir haben als erstes quasi hier unten den Rahmen gebaut und jetzt haben wir die ganze Konstruktion von dem Motor gebaut. Wir imitieren hier mit einer relativ einfachen Technikkonstruktion, also das läuft eigentlich alles über Zahnräder. Wobei das natürlich auch cool ist, weil Zahnräder sind immer gut. Imitieren wir hier einen Einzylinder-Zweitaktmotor. Angetrieben wird der Motor am Ende dann natürlich von der Hinterachse, die dann beim Bewegen ihre Kraft quasi auf die verschiedenen Zahnräder verteilt und dann läuft hier der eine Zylinder mit. Ich muss sagen, die Konstruktion gefällt mir sehr gut. Auf so eine kleine Teileanzahl hat man dafür echt ein cooles Technik-Set von den Zahnrädern und von der Konstruktion her. Baumäßig kann ich sagen, die Anleitung ist wirklich gut. Das ist eine schöne Mischung zwischen herausfordernd, in Anführungszeichen, und nicht zu einfach. Also das kann jeder bauen, aber es ist auch nicht so, dass man beim Bau einschläft. Das Baugefühl von den Teilen her ist relativ nichtssagend, muss ich sagen. Also die Qualität ist in Ordnung. Sie fühlen sich relativ billig an, aber nicht dieses billig, was man gar nicht in die Hand nehmen möchte, sondern dieses, ja, alternative Hersteller billig, was alternative Hersteller so vor 3, 4 Jahren waren, sag ich mal. Das Bauen an sich macht Spaß, die Pinne halten gut, die Achsen halten, da gibt es keine Probleme. Nur das Baugefühl ist relativ nichtssagend. Also das kommt lange nicht an Lego oder zum Beispiel auch Kadertechnik ran. Was nicht heißt, dass man mit dem Set bisher mit dem Bau keinen Spaß haben konnte. Man steckt es eben zusammen und hat nicht dieses coole Lego-Gefühl dabei. Vom Aussehen sind die Teile aber wirklich bisher top. Auch sowas wie schlecht entgeratete Teile oder ähnliches ist bisher noch nicht vorgekommen. Und ich würde sagen, ich baue jetzt auf jeden Fall mal weiter und wir sehen uns beim nächsten Bauschritt wieder. Und ein paar Bauschritte weiter sind wir schon mit dem Modell ein ganzes Stückchen weiter. Und zwar haben wir als erstes von hier, wo das Modell bzw. der Grundrahmen erstmal geendet hatte, nochmal ein ganzes Stückchen hier nach vorne erweitert, haben jetzt hier nochmal eine kleine Lenkung eingebaut. Die ist ganz, ganz, ganz einfach gemacht. Also, da ist nichts Besonderes dabei. Wir haben eben dieses Teil, was hier zwischen den zwei Liftarmen steckt. Dieses bewegt diesen großen Liftarm und damit eben dann am Ende vorne die Lenkung. Ist wirklich nicht kompliziert, ist eine einfache Chose. Aber trotzdem immer wieder schön, wenn sowas in so einem Technik-Set dabei ist. An und für sich sind natürlich noch ein paar Deko-Elemente dazu gekommen. Und zwar eben hier einmal das Lenkrad. Dann haben wir hier so eine Art wie Geschwindigkeitsanzeige. Und wir haben hinten quasi wie von der Stoßstange auch nochmal so eine Rennnummerierung drauf. Die Sachen sind leider alle mit Stickern gelöst. Also ich muss sagen, ich habe bisher wirklich Spaß an dem Set. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich mit dem fertigen Set wieder.
Und fertig ist dieses, ich würde mal sagen, putzige Technikset von Winner. Und ich muss sagen, es ist schon beeindruckend, was sie hier von der Teileanzahl und vor allen Dingen vom Geld zustande gebracht haben. Wir haben eine mal mehr und mal weniger gut funktionierende Gangschaltung, worüber wir aber auf jeden Fall noch reden. Wir haben eine Lenkung, die auch wirklich am Lenkrad betätigt werden kann. Und wir haben einen mitlaufenden Einzylindermotor. Das für einen Preis von 20 Euro zur Markteinführung. Ungefähr 15 jetzt, wenn ihr es billig kriegt, bekommt ihr es für 13 bis 14 Euro. Und da muss man sagen, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Die Teilequalität ist absolut in Ordnung, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Es ist vom Baugefühl nicht so gut wie Lego, aber es gibt keine bösen Abweichungen, dass man scharfkantige, schlecht entgeratete Teile hat. Die Farben passen sehr gut. Die Sticker, die ich sehr schade finde, dass sie dabei sind, sind aber wenigstens ordentliche Sticker, die im Endeffekt hier transparent sind und nicht versuchen, die Farbe zu imitieren. Weil wenn man den transparenten Sticker hat, dann hat man wieder die Steinfarbe am Ende, die nach vorn sticht. Bei einem Sticker, der versucht, quasi um das Muster, was er darstellt, die Farbe zu imitieren, geht das meistens einfach nicht gut, weil sie die Farbe nicht treffen. Dieses Problem haben wir hier nicht. Obwohl es natürlich immer cooler wäre, wenn es ein Druck ist. Ansonsten, ihr habt ja den mitlaufenden Motor schon gesehen, aber wir können es trotzdem gerne nochmal machen. Wenn man hier fährt, dreht sich eben der Kolben mit. Das ist ganz cool. Auch die Lenkung macht eigentlich wirklich was her. Ich meine, klar, sie ist sehr einfach. Sie ist auch unten irgendwie komisch konzipiert. Also, dass das quasi hier so völlig haltlos drin rumschwabbelt. Das ist ja nicht nochmal festgemacht. Aber trotzdem ist es in Ordnung. Also, das kann da jetzt nicht irgendwie rausfallen oder so. Es ist natürlich eine sehr einfache Lenkung, aber in Ordnung und cool, dass sie dabei ist. Dann haben wir hier so einen Hebel drin. Und bei diesem Hebel haben wir quasi die Gangschaltung. Den können wir in drei verschiedenen Stufen einstellen. Das ist jetzt ganz rechts. Dann können wir ihn einmal rüberschalten. Und nochmal. Dabei schaltet es quasi hier unten die Gänge durch. Also ich kann euch das auch nochmal von unten zeigen, wenn ihr möchtet. So, und dann schaltet es hier die Gänge durch. Und ich sag's mal so, diese Gangschaltung funktioniert mal besser und mal schlechter. Ich denke, das liegt an ein bisschen zu hohen Toleranzen bei den Teilen, die da wirklich verbaut sind. Ich denke, wenn man diese Konstruktion mit Legosteinen gebaut hätte, würde sie tadellos funktionieren. Hier kann es sein, dass der Gangwechsel manchmal nicht funktioniert und teilweise kann es auch passieren, dass einem dann diese Kette hier abspringt. Diese Kette dreht sich ja mit, was ich übrigens auch sehr cool finde. Also, wenn ihr das seht hier, die Kette dreht sich quasi mit dem Zylinder mit. Finde ich sehr cool, aber ich weiß nicht, wo da falsch Druck ausgeübt werden konnte, dass man mit diesem kleinen Hebel hier vorne es wirklich geschafft hat, dass hier unten die Kette abspringt. Ansonsten macht das Set wirklich Spaß und vor allen Dingen macht Spaß zum Spielen. Und der Aufbau ist auch nicht so, dass es so komplex ist, dass es ein Kind nicht schaffen würde. Und dementsprechend ist das ein super Spielset, wo ich auch die Sticker toleriere, weil wie gesagt, Spielsets ist immer was anderes als Ausstellungssets. Es ist ein kleiner Happen für zwischendurch und deshalb kann ich ihn auch nur empfehlen, vor allen Dingen für dieses Geld. Also Winner konnte mich mit diesem ersten Set wirklich überzeugen und ich werde in Zukunft wahrscheinlich noch mehr davon vorstellen. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt, dann schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr auch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.